Das heutige Markeflüster ist ein Spießrutenlauf für Bullen, denn es gibt einige dicke, dicke Warnzeichen, die die Bullen beachten sollten, während sie in die Stierkampfarena laufen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Heute ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert, sowohl bei den Nachrichten als auch bei den Kursen, dass wir einfach mal ein paar Dinge anschauen wollen, die wirklich relevant sind, die wirklich auf etwas deuten, was da auf uns zukommen könnte. Starten wir doch einfach mal mit der Zinskurve, die wir da jetzt sehen. Das ist der Spread, also die Renditedifferenz zwischen der 2- und der 10-jährigen Anleihe in den USA. Neues Tief, das wir hier erreichen. Wir haben also die Invertierung der Zinskurve. Es ist für den amerikanischen Staat günstiger, sich auf 2 Jahre zu verschulden, als auf 10 Jahre zu verschulden, als auf 2 Jahre zu verschulden. So muss es heißen. Das Problem dabei ist, dass die Banken davon leben, dass sie höhere Zinsen erzielen, wenn sie langfristig Geld verleihen und kurzfristig am Geldmarkt Geld aufnehmen zu niedrigeren Zinsen. Das nennt man Fristentransformation, also die Renditedifferenz für die Bank, wenn sie Kredite vergibt und wenn die Zinskurve derart invertiert ist, so muss es heißen, dann werden Banken eben weniger Kredite vergeben. Und deswegen gilt die Invertierung der Zinskurven, vor allem der 2- und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, wie auch der 3-monatigen und der 10-jährigen Staatsanleihe, also ein wichtiges Signal für eine kommende Rezession. Schauen wir uns mal die Renditen in den USA an heute. Da haben wir etwa eine 3-monatige US-Staatsanleihe rentiert bei 2,00%, während die 30-jährige, also die längste Laufzeit, die es gibt, bei 1,966 rentiert, also geringer. Das heißt, es ist für den amerikanischen Staat günstiger, sich auf 30 Jahre zu verschulden, als auf 3 Monate. Das muss man sich mal vorstellen. Normalerweise steigt ja das Risiko, je länger die Frist ist, zu der ich jemandem Geld leihe, weil eben zwischendurch mal was passieren kann. Und wenn in 30 Jahren kann eben tendenziell mehr passieren als in 3 Monaten. Das ist die einfache Logik dahinter. Dann haben wir heute Konsumdaten aus den USA bekommen. Und der Konsument ist ja noch das, was gut dasteht in den USA, aber schauen wir uns mal diese Grafik an, dann sehen wir, hier sehen wir den S&P 500, das ist der blaue Chart, und hier sehen wir den sogenannten XRT, das ist ein ETF in den USA auf US-Einzelhändler, und wir sehen, dass hier also diese Konsumaktien deutlich schlechter performen, hier schon eine klare Abwärtstendenz haben, anders als eben der breite Markt, der S&P 500, also diese ganzen Dickfische, die in diesem größten Aktienindex der Welt versammelt sind. Wir haben also ein deutliches Auseinanderklaffen, eine Warnung, dass mit dem Konsumenten möglicherweise etwas nicht stimmt, dass da Unheil auf den Konsumenten zukommt. Und da haben wir auch andere Signale in dieser Richtung, zum Beispiel Studentenkredite. Wir haben ja eigentlich relativ gleichbleibende Kreditschulden in den USA, was die Kreditkartenschulden betrifft, aber wir haben massive Anstiege bei Auto- und Studentenkrediten. Studentenkredite sind eben Kredite, die man nimmt in den USA, um sein Studium zu finanzieren. Das macht also ziemlich jeder. Und hier sehen wir die Ausfallraten und die gehen sprunghaft nach oben. Wir haben jetzt Ausfallraten, also von Zahlungen, die länger als 90 Tage schon über der Zahlungsfrist sind, die enorm sind. Und das zeigt, dass da viele wohl eben auch nicht mehr so stark konsumieren können. Und wenn jetzt Trumps Handelskrieg oben drauf kommt, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Aber schauen wir uns vielleicht mal das an, was heute eine Art Höhepunkt ist aus meiner Sicht, nämlich die Warnung von Bill Dudley, ehemaliger New York Fed-Chef, der sagte, also die Fed muss jetzt mal aufhören, hinter Trump hinterherzulaufen. Der Trump richtet Schäden an, eskaliert den Handelskrieg, weil er davon ausgeht, dass die Fed dann das reparieren muss durch Zinssenkungen. Lass es uns doch so machen, dass wir eben klar machen, dass wir nicht bereit sind für diese Reparatur, dass Trump die Suppe selber auslöffeln muss, die er eben angerichtet hat. Hier sagt eben Bill Dudley, der Trump wäre dann gezwungen, die Suppe selber auszulöffeln, wenn er den Handelskrieg weiter eskaliert. Und dann muss er die Risiken tragen, nicht die Fed, including the risk of losing the next election. Eben dann, auch wenn er das Risiko damit gegenwärtigt, dass er die nächste Wahl verliert. Und genau das ist das Problem, das Trump hat. Er verlässt sich darauf, dass die Fed schon seinen Schäden repariert. Wenn das nicht passiert, was dann? Und die Märkte haben Zinssenkungszyklen schon längst eingepreist. Albert Edwards, aber der Top-Analyst von Société Générale, sagt ja, was ist denn, wenn Dudley sich abgestimmt hat mit anderen Fed-Offiziellen? Und Dudley hat hervorragende Kontakte in die Fed, kennt Powell seit Jahren, kennt jeden, der bei der Fed Rang und Namen hat, was zu sagen hat, kennt er aus dem FF, war ja jahrelang dabei, war als New Yorker Fed-Chef der wichtigste Fed-Gouverneur, weil die Fed historisch in New York herausgehoben ist. Nur die New Yorker Fed kann bei jeder FOMC-Sitzung stimmen, alle anderen müssen rotieren. Das hat historische Gründe. Jedenfalls ist das die einflussreichste Position, die man
jenseits des FED-Chefs in der FED haben kann. Und da wird sicherlich gesprochen werden innerhalb der FED. Und Albert Edwards sagt, ja, für die FED wäre es doch einfach, dass sie so ein bisschen langsamer die Zinsen senkt. Eben, das würde dazu führen, dass die Aktienmärkte nach unten gehen, möglicherweise auch die Wirtschaft eben ein Problem kriegt, wenn Trump den Handelskrieg eskaliert. Man würde also Trump die Grenzen zeigen. Und das wäre natürlich ein entscheidender Punkt. Macht die FED das? Ist sie bereit, wirklich jetzt mal ein Zeichen der Stärke gegenüber Trump zu setzen, der ja immer stärker darauf baut, dass die FED das schon reparieren wird, wie neulich in diesem Tweet, ja, die haben ja nicht mal zugehört, der Jerome Powell, was ich da heute ankündigen werde in Richtung China damals, das war letzten Freitag. Also das ist sicherlich ein entscheidender Punkt, der hier zu beachten ist. Noch abschließend ein bisschen Bärenfutter aus Deutschland. Wir sehen hier, dass die Unternehmensgewinne vor allem deutlich rückläufig waren jetzt im zweiten Quartal. Wir haben heute die BIP-Zahlen aus Deutschland bekommen, bestätigt minus 0,1. Wir sehen hier eine deutliche Verschlechterung der Situation, gerade für Unternehmen. Wir sehen eine deutliche Verschlechterung des Capital Incomes der deutschen Firmen, die eben von den Handelsschwierigkeiten, die auch und vor allem Trump ausgelöst hat, eben Zölle, Beendigung des Freihandels, freier Warenverkehr. Das trifft die deutschen Firmen besonders hart. Hier sehen wir diese Rückgänge, während die Arbeitseinkommen noch relativ stagnieren, nicht deutlich steigen, aber auch eben nicht fallen, gehen die Unternehmensprofite doch jetzt relativ deutlich nach unten. Wir sehen hier, dass wir jetzt schon 4 Quartale im Minus sind und das ist ein Riesenproblem. Genug des Bärenfutters. Schauen wir uns ein paar Charts an, gesponsert von Capital.com. Was wir hier sehen, das ist der S&P 500. Gestern die Fake News Rally, weil Trump meinte, man hätte ihn angerufen oder die US-Handelsdelegation, hat sich im Nachhinein rausgestellt, war vielleicht doch nicht ganz so. Trump hat das dann gestern ein bisschen aufgeklärt, indem er gesagt hat, hat nicht der Vizepremier Liu He irgendwie was gesagt, dass er eigentlich da verhandeln will? Dann war das vielleicht ein Anruf oder ich habe das telepathisch als Anruf verstanden, wie auch immer. Wir sehen, dass der S&P jetzt ein bisschen unter Druck kommt hier. Invertierung der Zinskurve, das ist ein Riesenthema jetzt, das ist nicht mehr zu leugnen. Wir sehen, dass sichere Häfen wie Gold deutlich ansteigen. Können wir uns gleich mal anschauen. Da sehen wir, da geht es nach oben wieder, 1543. Renditen fallen, wie gesagt. Wir haben gesehen, dass die 30-jährige Staatsanleihe deutlich unter der 2% ist, dass die 10-jährige Staatsanleihe deutlich unter 1,5% ist. Und wie gesagt, das beschäftigt natürlich auch die Wall Street. Hier sehen wir diesen Ansatz eines Abverkaufs. Ist ja noch nicht wahnsinnig viel passiert, aber wie gesagt, es gibt doch da sehr viele Warnzeichen. Wir sehen hier den DAX, der jetzt auch ein bisschen Tribut zollen muss. Aber die Verluste halten sich in Grenzen, nachdem der Index heute nach oben gegangen ist. Zunächst mal, weil China die Autoverkäufe wieder stimulieren will, die seit Juni 2018 konstant rückläufig sind zum jeweiligen Vorjahresmonat. Wir sehen, dass der Euro an der 1,11er-Marke sich hält. Gold haben wir gesehen. Schauen wir uns noch Crude Oil an, das jetzt auch wieder ein bisschen unter Druck ist, 53,80 Dollar. Also, es gibt jede Menge Warnzeichen. Klar, es gibt vielleicht auch einen Hoffnungsschimmer, den ich Ihnen noch zeigen will für die Bullen. Denn wir haben heute die Situation, dass die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe das erste Mal seit dem Jahr 2009, nämlich seit dem März 2009, unter die Dividendenrendite des S&P 500 gefallen ist. Das gab es, wie gesagt, zuletzt im März 2009. Was war der absolute Tiefpunkt nach der Finanzkrise an den Aktienmärkten beim S&P 500? 666 Punkte im März 2009. Also, damit eine unglaublich bullische Botschaft noch am Schluss. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus, hoffentlich bis morgen und ciao.